Hallo und willkommen beim Gitarrenlernen. Mein Name ist Deshard und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir deine Axt und lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Gitarrenlernen. Mein Name ist Deshard und wir ziehen uns heute mal was ganz Softes rein für die Leute, die sozusagen zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt bekommen haben und noch gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das heißt, es gibt eine kleine Einführung und dann werde ich euch was zeigen auf dem Playback-Track, was relativ easy zu spielen ist. Also wirklich, ich habe ganz viele Anfängerschüler, ganz viele Workshops und jeder hat noch geschafft, diese Akkordfolge bei mir zu spielen. Es handelt sich um Get Lucky. Kennt wahrscheinlich jeder von Daft Punk. Und zwar, ich habe schon mal eine Version davon gemacht. Diesmal gibt es eine ganz, ganz easy Version. Praktisch, wie gesagt, die Anfangsversion. Den Playback-Track könnt ihr euch runterladen, wenn ihr hier unten auf den Link klickt und auf meine Seite geht. Ja, wir fangen ganz locker mal an, was wir hier machen überhaupt. Also wir haben einmal ein Pleck hier in der Hand. Ja, das sieht so aus. Also für alle Leute, die meistens hat man ja eine klassische Gitarre mit Nylon-Saiten, die können auch mit dem Daumen hier runter machen. Aber ich würde sofort mit dem Pleck anfangen. Ist ein bisschen leichter und macht auch mehr Spaß. Für Akustikgitarren am besten hier so ein ganz weiches. Ich habe hier 0,46 mm. Also nicht mit so einem riesig fetten Ding da ankommen. So, und wir gucken uns jetzt die Akkorde an. Was sind das für Akkorde? Die Namen sind erstmal nicht so wichtig, aber trotzdem kriegt ihr die Akkordenmuster und was ich hier mache. Ich spiele es einmal nochmal vor und dann zeige ich, wie es funktioniert. 1, 2, 3, 4. Jetzt die noch easy Version. Anderes D. Okay, jetzt gucken wir uns die Akkorde an, wie wir anschlagen, was überhaupt der Takt ist und wie das Ganze funktioniert. So, es gibt zwei Ebenen sozusagen, die ich, wie ich es erklären würde, und zwar einmal den Akkord selbst und dann natürlich den Anschlag. Zum Anschlag zählt natürlich auch der Takt. Ganz kurze Erläuterung vom Takt, wer noch nicht so viel Ahnung hat. Das sind jetzt natürlich viele Sachen auf einmal, aber trotzdem könnt ihr es immer wieder üben, ohne Probleme. Ich werde jetzt nicht den kompletten Takt erklären, aber wie ihr es praktisch so ein bisschen für euch auschecken könnt. Ihr kennt es doch sicher, wenn ihr irgendwie in der Disco seid oder irgendwo anders oder ein cooler Song läuft und dann wippt ihr mit. Und genau das ist der Takt. Man hat sofort so ein Feeling, den Groove. Und hier haben wir es genau das Gleiche. Die Gitarre lässt sich am coolsten spielen, wenn man im Groove ist. Das heißt, das linke Bein. Im optimalen Fall, das rechte wäre ein bisschen schwer, weil wenn ihr dann richtig hier hüpft, dann könnt ihr kaum noch spielen. Also deswegen das linke Bein. Am besten immer so ein bisschen mitbewegen im Viervierteltakt. Das heißt, im Kopf zählen wir immer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das praktisch immer gleichmäßig ohne Pausen, wie ich es jetzt gemacht habe. Das wäre dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Auch hier eine ziemlich coole Übung, einfach mal einen Track mitlaufen lassen von eurem Lieblingskünstler und einfach mal gucken, ob ihr den Groove findet. Das heißt praktisch einfach mal mit dem Bein mitwippen, mit dem ganzen Körper und gucken, ah okay, da jetzt bin ich drauf. Okay, und so werden wir es nämlich genau machen auf den Jam-Track. Das heißt, wir haben immer, ein Akkord steht 4 Viertel. Das heißt also praktisch, wenn wir bis 4 zählen, ist unser Akkord 1, 2, 3, 4. Und danach wird der Wechsel gemacht. So, aber jetzt werde ich erstmal kurz die Akkorde erklären, bevor wir hier weitermachen. Also, wir haben erstmal, wie gesagt, die Namen sind nicht so wichtig, aber es ist ganz gut, die mal gehört zu haben. Ich habe das jetzt auch wirklich so auf das Easy-mäßigste rausgebracht oder runtergebrochen, was noch spielbar ist, weil es gibt natürlich auch diese Ein-Finger-Akkorde und so weiter, aber ich halte nichts von denen, weil wenn man dann irgendwie anfangen soll, richtig zu spielen, dann merkt man, dass man ziemlich, dass die Hand einfach nicht mitmacht. Das heißt, wir haben jetzt hier ein A-Moll-7, das heißt, der Mittelfinger hier geht auf den dritten Bund der D-Seite. Dann lassen wir die G-Seite hier frei. Und mit dem Zeigefinger gehen wir auf den ersten Bund der B-Seite. Und wir spielen optimalerweise ab dem A hier, also ab der A-Seite. So, wer noch die Seitennamen nicht kennt, da gibt es einen ganz guten Spruch. Ein E, Anfänger, A, der, D, Gitarre, G. Jetzt kommen die meisten, die sagen, oh, wir haben hier ein H. Ich arbeite nicht mit dem H oder ich versuche es mir zu entwöhnen. Das heißt, diese Seite ist bei mir hier ein B, das englische B
im Deutschen ist es ein H. Das heißt, B braucht E Eifer. Also ein Anfänger der Gitarre braucht Eifer. So, das kann man sich ganz gut merken. Und dann hat man auf jeden Fall hier schon so ein bisschen, man weiß, wo was ist. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt diesen Akkord hier, diesen A7 und spielen ab der A-Seite einmal runter. Kann ruhig ganz locker sein, es muss nicht komplett durchgehauen sein, sondern ganz, ganz locker erstmal alle Seiten. Ich weiß, bei den meisten wird es jetzt noch nicht so hundertprozentig klingen. Hier nochmal ein Tipp, am besten Daumen so ein bisschen mittig hinten halten und nach vorne mit dem Gelenk. Bei mir sieht es oft so aus, ich habe es mir angewöhnt mit der Schaufelhaltung, aber die ist am einfachsten. Ich werde es jetzt ein bisschen auch mit der machen. Probieren wir es mal so nochmal. So, das heißt, wir haben das A7. Der nächste Akkord, nicht vergessen, der bleibt 4 Schläge. Also nochmal 1, 2, 3, 4. Wobei der erste Schlag natürlich runtergezogen ist. Wenn man es noch ein bisschen schneller machen will, dann wäre es so 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich habe ein bisschen schneller den Akkord runtergezogen. So, kommen wir zum nächsten Akkord, zum C-Dur. Hier brauchen wir nicht viel verändern, sondern der Ringfinger geht hier auf den dritten Bund der A-Seite. Nicht vergessen, ein Anfänger, der Gitarre braucht Eifer, also wir sind hier auf dem A. Und ab der A-Seite alles spielen. So, nochmal. Und das natürlich, wenn der Takt wieder anfängt. Also praktisch, wir haben hier bis 4 gezählt. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Akkordwechsel. 1, 2, 3, 4. Nochmal erster Akkord. 1, 2, 3, 4. Finger rauf. 1, 2, 3, 4. Also relativ easy und gemächlich. Wie gesagt, zum Jamtrack, da kommen wir gleich nochmal dazu. Da ist es ein bisschen schneller, aber auch nicht so schnell. Ganz wichtig ist, wenn ihr merkt, dass ihr den Wechsel nicht schnell schafft, dann spielt einfach so 1, 2, 3, 4 und wechselt schon währenddessen. Also der braucht nicht ausklingen. Am optimalsten ist natürlich 1, 2, 3, 4, 1. Aber wer es noch nicht so schnell wechseln kann, ganz locker einfach sofort drauflegen und warten, bis die nächste 1 kommt. So, dann kommen wir zum nächsten Akkord. Das ist ein E-Moll. Funktioniert folgendermaßen. Ich nehme den Zeigefinger hier und praktisch gehe mit ihm auf den zweiten Bund der A-Seite. Nochmal, ein Anfänger der Gitarre braucht Alpha. So, und dann habe ich hier meinen A-Moll. Also nichts Großartiges. Das heißt, der Mittelfinger bleibt da, wo er ist. Einfach nur mit dem Zeigefinger hier rüber. Natürlich, wir kommen vom C. Also das will ich natürlich auch nicht verheimlichen. Das heißt, wir nehmen den Ringfinger weg, kommt der Zeigefinger hier rüber und schon haben wir ein E-Moll. So, nochmal alle zusammen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die meisten Popsongs bestehen aus 4 Akkorden, gibt auch Dreierlinien, aber der besteht hier aus 4 Akkorden über den kompletten Song. Wer zum Original mitspielen will, das wird ein bisschen schwer, weil das Original in B gespielt ist. Das heißt praktisch, mit der Variante könnt ihr erstmal nur über mein Playback spielen, aber ist ja kein Problem. Könnt ihr euch runterladen, wie gesagt, da unten ist der Link, einfach mal raufgehen. Und ja, dann gucken wir uns den letzten Akkord an des Ganzen. Hier gibt es auch 2 Versionen. Die ganz easy Version, der ist ein bisschen schwerer. Also die anderen waren jetzt gerade sehr easy. Der ist ein Stückchen schwerer. Es gibt 2 Varianten davon. Eine Sus-Variante, das heißt, es ist ein bisschen offener. Und eine Dur-Variante, die ist ein bisschen schwerer. So, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt hier beim E-Moll. So, jetzt müssen wir den Griff lösen. Das heißt, wir können keinen Finger drauf lassen, aber es ist kein Problem. Was wir jetzt machen, ist mit dem Ringfinger, bevor wir das hier lösen, gehen wir, wenn es funktioniert, auf den dritten Bund der B-Seite. Nochmal, ein Anfänger der Gitarre braucht Eifer. Immer schön merken. So, und jetzt lösen wir die anderen Finger. Nicht zu weit wegnehmen, sondern ganz wenig. Und gehen mit dem Zeigefinger hier auf den zweiten Bund der G-Seite. So, und spielen ab dem D optimalerweise. Wenn ihr erstmal nicht so die Koordination habt, ist auch kein Problem, dann zockt ihr einfach alle durch. Aber ansonsten die schon die Koordination haben, das hier. So, für die Leute, die schon ein bisschen weiter sind und noch einen Finger rauf tun wollen, die können mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund E-Seite gehen und dann haben wir ein vollwertiges D-Dur.
So, damit haben wir alle unsere Akkorde voll, um zum Playback mitzuspielen. Ich lasse jetzt mal laufen. Wenn du willst, kannst du mitspielen. Ich spiele mal ein paar kleine Ründchen. Der Einzähler ist immer praktisch 4/4. Das heißt, wenn der Track anfängt, zählt erstmal vor. 1, 2, 3, 4 und auf der nächsten 1 fangen wir zusammen an. Okay, ich lasse mal laufen. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zügiger. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Workout für die Hände und für den Takt, damit man schön mitkommt. So, jetzt spiele ich mal mit dem richtigen D-Dur. Jetzt habe ich nur das Sus genommen, das leichtere. Jetzt kommt das richtige. 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Was auch möglich ist, ist das. So, jetzt nehme ich den hier rein. So, was ich jetzt in der letzten Runde gemacht habe, ist einfach nur, dass ich den Akkord nicht auf die 4 praktisch geändert habe oder auf die nächste 1, sondern irgendwann zwischendurch, weil es sein kann, dass die Finger einfach noch nicht so schnell sind, um das das rüber zu machen. Aber das ist auch, wie gesagt, kein Problem. Kann man ohne Probleme machen. Das heißt, wenn ihr noch nicht so hundertprozentig sicher seid, dann könnt ihr es so machen. Worauf ich noch ganz kurz eingehen will, wie gesagt, ihr habt jetzt den Track oder hoffentlich, wenn ihr ihn hochladet, runterladet, dann habt ihr einen Anschlag mit dem Plek und ihr habt die Akkorde. Was man machen kann, ist, was ein paar von euch sicher lernen oder machen, ist mit dem Daumen einfach nur das hier. Gleiches Prinzip. Takte bleiben, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, damit habt ihr jetzt 4 Akkorde für den Anfang und einen coolen Jam-Track. Also es macht immer ein bisschen mehr Spaß, auf Jam-Tracks zu spielen, anstatt alleine im Kämmerchen so ein bisschen mit dem Klick und Metronom. Hier kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel noch lernen, gerade für den Takt, wenn ihr merkt, ihr seid zu schnell, ihr seid zu langsam, immer mal darauf achten, den Fuß immer schön mit benutzen. Ja, wenn ihr mehr wollt von diesen, ich sag mal, Anfangssachen, dann schreibt einfach in die Kommentare, teilt das Ding, liked das Ding, ich hoffe, ihr habt bis hierhin geguckt, wäre auf jeden Fall sehr cool. Dann würde ich einfach noch ein bisschen mehr von dem Zeug machen. Es macht natürlich auch ziemlich Spaß, nochmal alles durchzugehen, ein paar Gitarrenmuster und so weiter. Ansonsten, wenn ihr sagt, oh, ihr wollt das volle Programm, dann kommt zu mir in den Gitarrenerd. Da unten ist auch der Link. Ansonsten www.gitarrenerd.de oder www.gitarrenerd.de/mininerd. Da könnt ihr sozusagen eine Mini-Version von dem Nerd mal testen und gucken, ob euch das gefällt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ansonsten, genau, bei Facebook findet ihr mich unter Dimsin Music. Auf Twitter findet ihr mich, auf Instagram, leider kenne ich meine Namen da nicht, tut mir leid, aber Facebook und hier YouTube ist ziemlich cool. Also, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr es cool findet, gebt mir ein Abo, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Stay tuned, Desart.